wieder mal ohne Shader. Ich nehme hier gleich hier in einem Stück wieder auf. Gut, also wir waren hier bei Challenge Dingens umsen. Das wird das Challenge 10. Ja, genau, Building Hoppen. Press. Okay, Challenge 10. Building Hoppen. Okay, lol. Stages to Sprint Jump allow. Press this button to exit the challenge. Hey, Grass Floor. Egg Basket. Hallo. Stage 2 Checkpoint. Tickets. Meins. Wo sind die Tickets? How to go up? Find the way. Naja, okay. Hier waren früher mal die Säulen. Ganz eindeutig. Junge, hast du die Sprünge schwerer gemacht? Ich hasse dich. Junge. Irgendwie habe ich mir das voll angewöhnt, das Junge. Von wem kommt mir das bekannt? Ach ja, von denen. Ja, ich bin jetzt so ein Diener-Nachmacher. Nein. Habe ich mir halt angewöhnt, meine Güte. Lasst mich doch. Junge! Ich dürfte mal aufhören mit dem Junge! So. Nicht. So nicht, mein Junge! What the fuck? WTF, das ist wirklich mal hardisch. Vom Schwierigkeitsgrad hier meine ich. Wieso eigentlich hardisch? Wusstet ihr, dass Pete mit Team Up spielt? Oder heißt das einfach hardisch? Ich sag gar nichts mehr dazu. Naja, wenigstens komme ich hier gleich hin. Na gut. Jungs, Alter, Jungs und Mädels, echt mal. Die Challenge hier ist wieder mal so richtig hammerschwer. Kein Bock. Echt mal hier. Alter, was soll die Scheiße? Mann. Ganz ehrlich. Diese Kack-Mapper-Stelle hier. Was denkt er sich eigentlich alles aus? Wie sieht es denn eigentlich mit der Challenge Up Extreme aus? Also die verdient dann ja, glaube ich, 8 Emeralds oder so. Das wäre ja dann mal zum Lachen, wenn ich mal die Challenge dann mache. Irgendwie könnten. Nein, die Map ist schlimmer. Die Map ist viel schlimmer als T3C. Viel, viel schlimmer als T3C. Ja, wenigstens hier ein Checkpoint sozusagen. Wetten, da ist irgendwo ein Diamant versteckt. Aber das ist mir so kackegal, Alter. Junge! Ich werde hier noch durchdrehen. Ich werde hier noch durchdrehen. Aber das hat alles seine Zeit. Und wie lange die Challenges auch einfach mal sind. Und ich stelle mich einfach übel scheiße an dabei.
What the fuck? Ich dachte, ich bin schon unten. What the fuck? What the fuck? Hä? Hä? Ich dachte echt, ich bin schon wieder. Diese Map macht mich fertig. Ja, wie jetzt? Dein Ernst? Ach, komm. The reward is not upstairs. Strange. Stage 2. Mysterious. Checkpoint. Ja, genau. Einfach mal übelst. A fuck. Ich dachte, der Sprung ist unmöglich. Sah zumindest so aus. Ja. Ach man. Ach man. Naja, wenigstens kann man hier abkürzen. Das hat er nicht bedacht, der Mappi-Ersteller. Oder er wollte das so, was ich eher bezweifle. Darüber! Naja. Gerade so, ne? Gerade so. Ha! Weiß ich, dass da was ist? Nein! Könntest du mich warnen, bitte? Moah. Alter, die Map-Erstellung macht mich fertig. Ganz ehrlich. Aber gut. Congratulations for completing challenge 10. Reward is in the chest. Danke. Danke, liebe Map-Ersteller. Boah. Ich dachte echt, ich... Bäh. Nein, ich kann zu der Challenge nichts sagen, also. Ja, genau. Ach, Mann. Dein Ernst, jetzt muss ich... Bam, 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 bam. Au, au, au. So. Das war Challenge 10, dann kommt jetzt Challenge 12. Cyan Compound. Nicht. Mache ich jetzt Challenge 11. Das ist doch das mit dem Schwamm gewesen. Oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube schon. So, haben wir hier Challenge 11 Soft Bounties. Feed Sensations oder whatever. Mir ist es so wurscht. So, go. There is two hidden chests in this challenge. Ja. Du bringst mich nicht so leicht vom Weg ab. Liebesschild, ne? Labyrinth? Och, komm. Lol. Ein Jumpenrind. Könnte man fast sagen. Lol? Wo muss ich hin? What the fucking? Hier auf. Ein Labyrinth ist das eher nicht, mein Freund, ja? Es ist ein Jump'n'Run, das als Labyrinth getarnt ist. Turn around. Ach so. Ja, da runterfallen. Nee, ganz sicher nicht.
Naja. Na gut. Dann falle ich halt doch runter. Ab. Ab! Down! Turn around! Alter, die Schilder. Miau, miau, miau! Ja, ich bin wieder mal zu übermütig. Das kommt davon. Ja, natürlich. Ja, passt ja. Turn around. Solche Jump Maps zu bauen, vor allem dann die Gebäude dazu immer. Das muss schwer sein. Das muss wirklich schwer sein. Weil einfach so Wege da durch die Eventual bauen, das geht bei solchen Jump Maps. Ach komm, nein. Weiß ich, dass dann leid ist, Alter. Ganz ehrlich. Stage 2, another Labyrinth. You may punch out the planks to enter, but re-put them back after. Okay. Gut. Ein neues Jump'n'Run. Aber wieso habe ich die Wooden Planks da wieder? Ach, ist ja egal. Muss da erstmal einen Eingang finden. Ja. Wenn hier auch ein Eingang wäre. Ah, da ist er. Doch nicht. Junge. Lol. Wo? Ich muss da rein. Lol. Irgendwo fehlt doch hier ein Glasblock. Sieht man doch sofort. Okay, dann gehe ich jetzt diese Reihe hier ab. Warte. Na bitte. Wusste ich's doch. Jump in Lava, it will not kill you. Hätte man einfach die Challenge. Oh Gott, SpongeBob's Belly. Hätte man einfach die Challenge überspringen können? War ja ernst. Oh Mann! Aber wer denkt denn daran, ne? Na gut, jetzt wisst ihr es. Ihr könnt die Challenge einfach überspringen, denn wenn ihr die Map spielt, falls ihr sie mal spielt, weil dies. Naja, ne? Bitte hier die Hidden Chest. Please. Hallo? Kommt hier auch mal was? There must be a switch somewhere. Ja. Na gut. Nein. Das ist jetzt scheiße. Sind solche Millimeter-Jumps wieder teilweise. Stage 4 an Hard One. Nein! Wetten, hier ist auch die Reward. Congratulations to completing Reward in the Chests. Okay. Completed.
Genau, fertig geworden zum Ende des Parts. Ist ja schön. Also, dann laufe ich wieder kurz zu Challenge 12. Dingensen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ne? Okay, dann sehen wir uns hier. Finally hier. Im nächsten Part. Also tschüss.